Ich hatte meine Praxis in einem Dorf an der englischen Westküste, in der Schwarzen Bucht. Unser Dorf war klein und lag einsam an der See. Ein einziges Wirtshaus hatten wir. Es lag etwas abseits vom Dorf, direkt an der Bucht und hieß Zum Admiral Benbow. Der Wirt hieß Hawkins. Er war damals mein Patient und darum ging ich in der Zeit besonders oft dorthin. Frau Hawkins und der Junge Jim bedienten meistens die Gäste. An einem Nachmittag im Winter saß ich mit Hawkins, seiner Frau und Jim am Fenster. Da sahen wir einen Mann über den Strand kommen. Hinter ihm schob ein Fuhrmann eine Karre, auf der eine schwere Seekiste lag. Der Mann war groß, breit und braungebrannt. Als er näher kam, sahen wir, dass er quer über das Gesicht eine schwärzliche Narbe hatte. Mann auf der Totenkiste, juhu, die Pulle voll rum. Da, das Schild. Wo? Da, das ist das Wirtshaus. Zum Admiral Benbow. Ja, hier ist richtig für mich. Geht in Ordnung. Es ist doch das einzige Wirtshaus, was es hier gibt. Aha. Kommen hier viele Leute her? Oh, was so im Dorf wohnt, das ist nicht viel. Gut. Ich will keinen Betrieb, die Einsamkeit passt mir. So, du lad mal meine Seekiste ab. Ja. So. Das Fuhrgeld, stimmt so? Jawohl, danke. Gut. Guten Tag. Was darf es sein? Kann ich erst mal ein Gläschen Rum haben? Jim, bring dem Herrn ein Glas Rum. Ja, Vater. Schönes Wirtshaus. Liegt ruhig. Man sieht das Wasser. Sehr schön. Ja. Kann ich ein Zimmer haben bei Ihnen? Ja, doch. Wir haben ein paar kleine Zimmer oben. Der Rum, bitte. Danke, mein Junge. Oh, mir genügt eine kleine Stube. Ich bin ein einfacher Seemann. Ich mache nicht viel Umstände. Eine ordentliche Koje, Speck, Eier und mein Glas Rum, das genügt mir. Schön, ich bleib also hier. Ja. Vielleicht hilft mir der Junge eben meine Seekiste reintragen. Die habe ich vor der Tür abladen lassen. Ja, ich helfe Ihnen. Das ist gut. Hör mal hierher. So. Ich wollte die Kiste nicht länger so draußen stehen lassen. Hier kann sie erst mal bleiben, bis ich nach oben gehe. Dankeschön. Bitteschön. Ich bringe sie Ihnen nachher mit nach oben. Gut. Haben Sie die Absicht, länger zu bleiben? Ich meine, wir müssen uns ja ein bisschen darauf einrichten. Ja, erst mal bleibe ich hier. Ich freue mich, dass ich solch eine passende Koje gefunden habe. Ich heiße Hawkins. Kann ich wohl Ihren Namen wissen? Ja. Nennen Sie mich einfach Captain, das genügt. Hm. Na schön. Ach so. Sie wollen wohl gern eine Anzahlung haben, was? Genügt das fürs Erste? Wenn Sie mehr haben wollen, brauchen Sie es nur zu sagen. Da!
Die alte Seekiste des Kapitäns stand jetzt oben in seiner Stube neben dem Bett. Sie war immer verschlossen. Übrigens hielt er sich selten oben auf. Wenn er nicht gerade am Strand spazieren ging, saß er unten in der Wirtsstube hinter dem schweren Eichentisch und trank. Das ging schon wochenlang so, und er machte keine Anstalten, wieder auszuziehen. 15 Mann auf der Totenkiste, Joni Pulle voll rum. Ja. Pulle voll rum. Ist aber leer. Wirtschaft, rum. Ich komm schon, Captain. Rum, Jim. Schon hier, Captain. Ja, gut. Prost. Jim, komm her, du. Hm? Setz dich mal zu mir. Ich will dir was sagen. Ja, Captain? Hier. Dies Silberstück ist für dich. Oh, wofür? Pass immer gut auf, wer sich dem Wirtshaus nähert, verstehst du? Und sollte eines Tages ein Mensch kommen, der ein Stelzbein hat, ein Holzbein, der mit einer Krücke geht, dann sagst du mir sofort Bescheid, sofort, hörst du? Ja, das tue ich. Und für das Aufpassen kriegst du zu Anfang jedes Monats ein Silberstück wie dies. Einverstanden? Ja, Captain. Gut. So. Ah, und jetzt? Jetzt gehe ich am Strand spazieren. Mal sehen, was die Flut mitgebracht hat. Es ist ein Glück, du, dass der Admiral Benbow so nah am Wasser liegt. Was? Was ich habe. Was denn? Hier. Ein Silberstück. Woher hast du das? Vom Käpt'n. Ich soll für ihn aufpassen, ob ein Mann mit einem Stelzbein kommt. Dafür gibt er mir jeden Monat so ein Silberstück, sagt er. Psst. Sei mal still. Da kommt jemand. Sieh doch nach, wer es ist. Vielleicht der Mann mit dem Stelzbein. Ach, Sie sind es, Dr. Livesey. Guten Abend, Jim. Guten Abend. Ich dachte, der Seemann mit dem Stelzbein. So? Den erwartet der Käpt'n nämlich. So. Na, das wird wohl noch so einer von dieser Sorte sein. Ich hoffte, der alte Pirat wäre längst abgereist. Ach, guten Abend, Frau Hawkins. Guten Abend, Herr Doktor. Wie geht's Ihrem Mann heute? Och, nicht besonders. Er hat sich ein bisschen hingelegt. Soll ich nach ihm sehen? Och, das ist nicht nötig, Doktor. Er sagte, er käme runter, wenn Sie hier sind. Ich sag Vater Bescheid. Bringen Sie mir ein Glas Portwein, Frau Hawkins. Gern. Die Medizin hat Ihr Mann doch eingenommen. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich regelmäßig nimmt. Na, das werden wir mal untersuchen. So, hier ist der Portwein. Danke. Zum Wohle. Vater kommt gleich. Jim, wo ist die Rumflasche? Die? Die hat der Captain in seine Rocktasche gesteckt. Ach, dabei war er vorhin schon betrunken genug. Ach, Tag, Dr. Livesey. Nun, wie geht's? Wie geht's meinem Patienten? Das ist doch wohl die wichtigere Frage. Nicht gut, Doktor. Sie brauchen mehr Ruhe, Hawkins. Wann hat ein Wirt Ruhe? Das kommt auf die Gäste an. Ich hab... Mal auf des Totenkiste. Juhu, die Pulle voll rum. Ja, ja, das kommt auf die Gäste an. Herr Wirt, rum her! Jawohl, gleich, Captain. Rum, aber schnell muss es gehen, ich hab Durst. Ja, schon. Immer mit der Ruhe, lieber Hawkins. Was ich fragen wollte, nehmen Sie die Medizin auch regelmäßig, die ich Ihnen verschrieben habe? Ja, Doktor, gewiss, seit heute. Sie müssen sie täglich 3-mal nehmen, Hawkins, das wissen Sie doch. Wirtschaft, sage ich, rum her! Mein Herr, wollen Sie sich bitte benehmen wie andere ordentliche Gäste? Meinen Sie etwa mich? Jawohl, wen sonst? Ruhe im Zwischendeck und kein Wort mehr. Hier der Rum, Captain. Keine Aufregung, bitte. Prost! Wenn Sie weiter in solchen Mengen rumtrinken, dann gibt es bald einen Säufer weniger auf der Welt. Was ist? Was sagen Sie da? Sie wollen wohl mal mein Messer aus der Nähe sehen, was? Wenn Sie dieses Messer nicht augenblicklich einstecken, werden Sie beim nächsten Gerichtstag den Galgen kennenlernen. Haben Sie mich verstanden? Wenn ich auch nur die geringste Klage über Sie höre... werde ich dafür sorgen, dass Sie festgenommen werden. Ich hoffe, das genügt Ihnen. Ja, ich verstehe schon. Hawkins, noch einen großen Becher Rum. Bitte.
Tatsächlich nützte meine Mahnung ein bisschen. Es muss ungefähr eine Woche später gewesen sein, als am Vormittag etwas Unheimliches passierte. Jim war allein in der Schankstube. Da öffnete sich die Tür und ein aufgedunsener Kerl mit fahlem Gesicht trat ein. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Herr. Du bist wohl der Sohn vom Wirt? Ja. Ich bin Jim Hawkins. Aha. Was soll ich Ihnen bringen? Oh, bring mir ein Glas Rum. Jawohl. Bleib mal einen Augenblick hier, Junge. Ich muss den Tisch da drüben decken. Aha, Frühstück. Für wen? Für einen Gast. Für einen Gast, so, so. Ist das vielleicht der Tisch für meinen Maat, Bill? Ich kenne Ihren Maat nicht. Hier sitzt immer ein Mann, den wir den Captain nennen. Captain? Jawohl, mein Maat Bill hat sich immer gern Captain nennen lassen. Ist mein Maat Bill wohl zu Hause? Nein, er ist ausgegangen. Kann ich mir denken, der liebt es, am Wasser entlang zu spazieren. Möchten Sie noch etwas bestellen, mein Danke, Herr? Danke. Ich will hier nur noch auf meinen Maat warten. Dann kann ich ja gehen. Nein, nein, nein. Bleib schön hier, dass ich dich unter Aufsicht behalte, sonst gibst du am Ende einen Wink. Ich habe nämlich eine feine Überraschung für ihn. Was meinst du, wie der sich freut, wenn er mich plötzlich hier sieht? Jim sah sich diesen Mann genauer an. Er sah aus wie ein Seemann, aber ein Stelzbein hatte er nicht. Obwohl er freundlich sprach, war deutlich zu merken, dass er nichts Freundliches vorhatte. Jim hätte den Käpt'n gern gewarnt, aber sobald er an die Tür ging, hielt ihn der Fremde fest. Endlich sahen sie den Käpt'n zurückkommen, er schlug die Tür hinter sich zu und ging quer durch den Raum an den Tisch, wo sein Frühstück stand. Tag, Bill! Wie geht's dir? Hä? Alter Junge, wirst ja ganz blass um die Nase. Hä? Du kennst mich doch wohl noch. Du wirst doch einen alten Schiffskameraden wiedererkennen. Bill. Schwarzer Hund. Eben ich bin's. Wer sonst? Der schwarze Hund ist gekommen, um seinen alten Kameraden Bill im Wirtshaus zum Admiral Benbow zu besuchen. Ach, Bill, was haben wir schon alles zusammen erlebt? Hör auf damit. Ihr habt mich hier aufgespürt. Also... Was willst du? Zuerst möchte ich noch ein Gläschen Rum. Hey, Rum her! Jawohl, mein Herr. Lass mir nichts dagegen, Bill, wenn ich mich mit an deinen Frühstückstisch setze. Hm? Bitte? Der Rum. Gut, und nun verschwindest du mal ein bisschen. Was für ein Raum ist da nebenan? Da ist die Küche und dahinter der Flur mit der Stiege. Gut, geh in den Flur oder noch weiter weg. Aber lass die Tür zur Küche offen. Ich hab's nicht gern, wenn am Schlüsselloch gehorcht wird. Du geh schon. Ich gehe schon. Bill, dir ist klar, was ich von dir haben will. Keine Ahnung. Wirklich nicht? Lass mich los! Lass mich los, sag ich! Du Hund, du! So! Du Hund, du! Du Hund, du! So einfach ist das nicht, ihr Schufte. So leicht mache ich es euch nicht. Ich werde... Captain! Captain! Captain, was ist denn mit ihm? Captain! Er ist verletzt. Jim! Was ist denn hier los? Oh, Dr. Liv, Sie gut, dass Sie kommen. Was ist hier los, Jim? Was war das für ein Kerl, der da eben an mir vorbeigelaufen ist? Der hat den Captain besucht, Dr. Liv. Es hat Streit gegeben. Hm. Der Captain ist bewusstlos. Hilf mir, wir müssen ihn etwas hochheben, damit ich ihm den Rock ausziehen kann. Ja. Ja. Ein Glück, dass Sie gerade gekommen sind. Ich wollte sehen, wie es deinem Vater geht. Verwundet ist er nicht. Pass an, Jim. Wir wollen ihn in seine Stube bringen. Dass es so kommen musste, habe ich mir gedacht. Ein schwaches Herz und dann so viel rumtrinken.
Sie haben es ihm doch neulich noch gesagt. Ja, habe ich. Aber bei dem nützt ja kein vernünftiges Wort. Er hat sich ganz fürchterlich aufgeregt. Der andere Kerl wollte etwas von ihm haben. Was es war, weiß ich nicht. Irgendwelche dunklen Geschäfte werden es gewesen sein. Meinen Sie, dass er stirbt? Ja, wenn er mit dem Saufen nicht aufhört, wird es bald mit ihm zu Ende gehen. Bett mit ihm. Sehen Sie mal, seine Arme sind tätowiert. Was steht hier auf dem Unterarm? Viel Glück. Na, danach sieht es augenblicklich nicht aus. Guten Wind für Billy Bones steht hier rechts. Hier sehen Sie mal. Ja. Billy Bones, so heißt er also. Ja, der andere hat ihn eben immer mit Bill angeredet. Und hier lässt er sich Captain nennen. Na, endlich kommen Sie wieder zu sich, Mr. Bones. Wo ist der schwarze Hund? Hier gibt es keinen schwarzen Hund. Was ist denn los? Warum bin ich denn im Bett? Sie waren bewusstlos. Hä? Ich muss sofort aufstehen. Von aufstehen kann keine Rede sein, Mr. Bones. Was sagen Sie? Ich heiße nicht Bones. Das ist mir gleichgültig. So heißt ein Seeräuber, den habe ich mal kennengelernt und der Einfachheit halber nenne ich Sie auch so. Ich habe Ihnen noch mal das Leben gerettet. Aber wenn Sie weiter so viel trinken, dann fahren Sie bald in die Grube. Also, nehmen Sie sich zusammen. Jim, du passt auf ihn auf. Ich muss jetzt gehen. Ja, Dr. Livesey. Ich brauche keinen Aufpasser. Ich muss von hier weg. Ich kann hier nicht bleiben. Sie müssen ruhig liegen, Captain. Tatsächlich beruhigte sich der Captain für einige Stunden. Als Jim mittags nach ihm sah, lag er noch so da, wie er ihn verlassen hatte. Jim. Ja? Du bist der Einzige hier, der was taucht. Und du weißt, dass ich immer gut zu dir gewesen bin. Kein Monat ist vergangen, ohne dass ich dir nicht ein Silberstück gegeben habe. Und jetzt, siehst du, bin ich ganz herunter. Und alle verlassen mich. Aber Jim, ja? Du wirst mir doch ein Gläschen Rum bringen. Nicht wahr, mein Junge? Der Doktor sagt Doktor, aber... Doktor, den Doktor soll der Teufel holen. Was versteht der denn schon von Seeleuten? Ich bin in Gegenden gewesen, Jim. Heiß wie siedendes Pech. Und rund um mich sind meine Kameraden am gelben Fieber draufgegangen. Und die Erde da, die hat vor Erdbeben geschwankt, wie das Meer im Sturm. Und wenn ich meinen Rum nicht kriegen kann, bin ich ein armseliges Wrack am Strand. Der Doktor sagt gerade, der Rum ist so gefährlich. Doktor, das ist doch ein Narr, sag ich dir. Wenn ich nicht einen Schluck Rum bekomme, sehe ich Gespenster. Einmal habe ich sie schon gesehen. Dort in der Ecke hinter dir habe ich den alten Flint gesehen. Ganz deutlich habe ich ihn gesehen. Flint? Wer ist denn das? Flint? Oh, das ist ein großer Mann gewesen, Jim. Flint, weißt du, Flint, der hatte so viel Gold, hat er besessen. Sein Schiff war vollgestopft damit. Was? Woher hatte er das denn? Auf See erobert. Der war ein großer Glücksjäger, der alte Flint. Sag mal, was hat der Doktor gesagt? Wie lange muss ich im Bett bleiben? Mindestens eine Woche, sagt er. Eine Woche? Das ist ganz ausgeschlossen. Wenn ich jetzt nicht sofort von hier weg kann, dann schicken Sie mir den schwarzen Brief, verstehst du? Sie haben es auf meine alte Matrosenkiste abgesehen. Ich bin nämlich derjenige, der weiß, wo Flints Geld vergraben ist. Wirklich? Und wollen Sie es ausgraben? Ja. Den Plan von der Schatzinsel hat Flint mir selbst gegeben, als er im Sterben lag. Aber was ist dieser schwarze Brief? Das ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung, ihm den Plan der Insel zu geben. Ich werde dir sagen, wenn es soweit ist.
Pass nur gut auf, Jim. Und ich will den Schatz mit dir teilen, wenn's gut geht. Auf mein Wort, Jim. Ja, aber jetzt bringst du mir ein Glas rum. Ne? Ja, aber nur ein ganz kleines. Ja. Eines Tages bemerkte Jim auf der Straße einen zerlumpten Mann, der langsam auf das Gasthaus zukam. Der Mann war anscheinend blind, denn er tastete sich mit einem Stock seinen Weg. Hallo! Hallo! Würde ein gütiger Mensch einen armen, blinden Mann, der sein kostbares Augenlicht bei der Verteidigung seines Heimatlandes verloren hat, darüber aufklären, wo er sich hier befindet? Sie sind vor dem Wirtshaus Admiral Benbow. Willst du mir die Hand geben, junger Freund, und mich hineinführen? Hier ist meine Hand. Au! Nicht so fest! Los! Führ mich hinein! So, mein Junge. Nun führ mich zum Käpt'n. Das darf ich nicht. Los! Marsch! Lassen Sie mich los! Ich höre ihn. Da ist ein Freund von Ihnen, Käpt'n. Was? Bleib sitzen, Bill. Wenn ich auch nicht sehen kann, hören kann ich. Hier. Das soll ich dir bringen. Schufter. Bis 10 Uhr läuft deine Frist. Auf Wiedersehen. Ja. Tja. Da haben wir es, Jim. Den schwarzen Brief. Der schwarze Brief. Bis 10 Uhr geben Sie mir Frist. 6 Stunden. Ein guter Vorsprung für mich. Captain, antworten Sie! Der Captain konnte nicht mehr antworten, er war tot. Ihn konnten seine Verfolger nicht mehr erwischen. Aber das, worauf es ihnen ankam, war noch da, des Captains Seekiste mit dem Plan von der Schatzinsel. Das war für Jim und seine Mutter gefährlich. Sie mussten damit rechnen, dass die Bande die Kiste holen würde, sobald die Frist verstrichen war. Ausgerechnet jetzt war Jims Vater nicht im Hause. Jim und seine Mutter liefen ins Dorf, um Hilfe zu holen, aber da fand sich keiner, der Mut hatte. Sie kamen allein zurück, und die Frist war bald um. Noch war niemand zu sehen. Jetzt tut mir der Käpt'n doch leid, Mutter. Ja, mir auch, obwohl er ein schrecklicher Gast war. Und bezahlt hat er nie, nur am ersten Tag die paar Goldstücke. Alles, was er besaß, hatte er in seiner Seekiste. Das weiß ich. Ja, und die ist verschlossen. Den Schlüssel hat er unter seinem Kopfkissen oben im Zimmer. Wir müssen uns unser Geld nehmen, Mutter. Das ist schrecklich. Aber wir müssen es tun. Vor 10 kommt keiner von der Bande. Und jetzt ist es 9. Komm, Mutter. Sieht. Ja, wirklich. Hier unterm Kopfkissen ist der Schlüssel. Halt die Kerze, Jim. Ja. Näher. Näher. So. Diese alte Seekiste wohl zum letzten Mal offen war. Oh, was da alles in der Kiste ist.
Schau mal, Mutter. Ich glaube, das ist ein Quadrant. Damit bestimmen die Seeleute den Standort eines Schiffes. Eine Zinnbüchse. Rollen von Tabak sind drin. Zwei Pistolen, sieh mal. Lass sie liegen. Guck mal, ein alter Seemannsmantel. Was wohl darunter liegt? Mutter, ein Leinenbeutel. Da sind Münzen drin, Mutter. Zeig her. Augenblick mal. Der Knoten geht schwer auf. So, jetzt. Lauter Gold- und Silberstücke. Zeig mal her. Oh, Münzen aus aller Welt. Ja, wie soll ich da wissen, wie viel mir zusteht? Müssen wir es denn so genau berechnen, Mutter? Mutter, da kommt jemand. Was ist denn? Es ist nichts. Ich dachte eben, der Blinde käme aufs Haus zu. Ich höre nichts. Mutter, wir müssen machen, dass wir fortkommen. Wir gehen zum Doktor und übernachten bei ihm. Ich nehme keinen Penny mehr, als uns zusteht, Jim. So, leg den Geldbeutel wieder fort. Und ich nehme das hier, um die Rechnung auszugleichen. Was ist das? Zeig her. Ein Bündel in Öltuch eingenäht? Ja, fühlt sich an wie Papier. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Der Plan der Insel, auf der ein Schatz vergraben ist. Der Käpt'n hat mir davon erzählt. Der Plan einer Schatzinsel? Ja, darauf hat es die Bande abgesehen. So, Mutter. Wir müssen jetzt weg. Jim und seine Mutter verließen eilig das Haus. Frau Hawkins blieb bei ihrer Schwester im Dorf und Jim kam mit dem vernähten Wachstuchbündel zu mir. Das schöne Herrenhaus in unserem Dorf gehörte meinem Freund Trelawney. Ein- oder zweimal die Woche besuchte ich ihn. Seitdem der sogenannte Käpt'n im Wirtshaus zum Admiral Benbow wohnte, gingen wir nicht mehr gern in das Wirtshaus. Denn dorthin zum Käpt'n kamen verschiedene finstere Gesellen, anscheinend Piraten. Eines Abends saß ich wieder einmal mit Trelawney am Kamin. Wenn Sie nicht ab und zu kämen, Dr. Livesey, wüsste ich wirklich nicht, was ich anfangen sollte. Langweiliges Dorf und man erlebt nichts. Finden Sie? Ich langweile mich selten, Trelawney. Ich bin froh, wenn ich alle meine Patienten versorgen kann. Ja, na zugegeben, Arbeit gibt es hier. Das ist aber auch alles. Na, dann kommen Sie mal ins Wirtshaus zum Admiral Benbow. Da ist ziemlich viel los, wenn der Kerl randaliert, der da jetzt wohnt. Ach ja, der sogenannte Käpt'n, was? Tja, den sollte der Wirt lieber rausschmeißen, anstatt ihn monatelang mit Rum zu versorgen. Ja, was gibt es denn? Sir, hier ist der Junge vom Wirt vom Admiral Benbow. Er sagt, er müsste dringend Herrn Dr. Livesey sprechen. Er soll reinkommen. Jim Hawkins, ein netter Junge. Ich hoffe, dass es seinem kranken Vater nicht schlechter geht. Dr. Livesey! Der Käpt'n ist tot. Was? Ist tot umgefallen. Was? Ja, er hat heute den schwarzen Brief bekommen. Ein Blinder hat ihn gebracht. Darüber hat er sich furchtbar aufgeregt und nun ist er tot. Tja, Jim. Dem kann ein Doktor nun auch nicht mehr helfen. Hier. Sehen Sie mal, das habe ich in der Seekiste vom Käpt'n gefunden. Dieses Bündel ist das, was die Piraten von ihm haben wollten. Na, da bin ich aber gespannt, Jim. Geben Sie mir bitte schnell eine Schere. Das Wachstuch ist dicht zugenäht, so kriegen wir es nicht auf. Da auf dem Schreibtisch liegt eine. Ah, ja. Es geht verdammt schwer. Naja, wasserdicht für die Seefahrt zugenäht. Ja, weil es ganz furchtbar wertvoll ist. So, jetzt haben wir es auf. Hier, bitte. Wissen Sie, was das ist? Das ist der Plan einer Schatzinsel in der Südsee. Schatzinsel? Was für ein Schatz ist denn da? Hm? Da ist der Schatz des berühmten Seeräubers Flint vergraben. Flint? Donnerwetter, Doktor. Der Kerl hat Schätze von unermesslichem Wert besessen. Auf allen Meeren zusammengeraubt. Aber als er tot war, wusste kein Mensch, wo er sie versteckt hatte. Kein Mensch? Keiner außer Billy Bones, meinen Sie wohl. Und der ist der Käpt'n, der bei uns wohnte. Ihm hat Flint die Karte der Schatzinsel vererbt. Das hat er mir selbst erzählt. Ach, darum waren die anderen Kerle also hinter dem Käpt'n her. Zeig mal her, Jim. Das ist eine ganz tolle Sache. Leg mal die Karte hier auf den Tisch. Ja, Doktor, breiten Sie die Karte aus. Lassen Sie bitte die Tür verriegeln.
Wenn die Piraten rauskriegen, dass ich den Plan schon aus der Seekiste rausgenommen habe, dann suchen sie mich und überfallen vielleicht ihr Haus. Na, was denn? So schlimm wird's nicht gleich kommen. Doch, Herr Trelawney, die sind gefährlich. Sie wollten vom Käpt'n ja nichts als diesen Plan, das ist doch ganz klar. Er hat recht, Trelawney. Ja, zu meinetwegen. John, riegeln Sie die Haustüre zu, damit wir in aller Ruhe studieren können, wo der Schatz vergraben liegt. Ja, Sir. Ja. Sie sollten nicht so offen vor dem Diener von dem vergrabenen Schatz sprechen. Was? Ach so, ja, es ist gut. Ja. Also, her mit der Insel. Ob die Insel groß ist? Die Karte hat keinen Maßstab. Aber hier rechts, bei der Bucht, ist ein Schiff angezeichnet. Ein Dreimaster. Ja, wenn der in die Bucht hineinfahren kann, wird sie nicht ganz klein sein. Hier ist eine kleine Insel vor der großen. Wie heißt die? Skelettinsel. Oh, sehen Sie mal, ein Totenkopf ist da eingezeichnet. Waldkap. Das ist wohl eine Steilküste, was? Hier oben Fockmasthügel. Anscheinend eine gebirgige Insel. Im Westen eine steile Küste und im Osten flach mit Buchten. Die Kreuze, sehen Sie mal. Hier eins am Fernrohrhügel. Und hier ist eine Schaufel eingezeichnet. Da liegt wohl der Schatz. Ja, sieht so aus, als ob überall, wo die Kreuze sind, etwas vergraben ist. Ja, verdammt unpraktisch. Es wäre besser, man fände den ganzen Schatz an einer einzigen Stelle. Das war dem Flint wohl zu gefährlich. Natürlich, das ist sicherer. Livesey und Jim, hört zu. Wir haben den Schatz schon in der Tasche. Ich werde ein Schiff beschaffen und wir segeln zur Schatzinsel. Sofort morgen früh fahre ich nach Bristol. Wäre doch gelacht, wenn ich da im Hafen nicht ein Schiff fände, das für gutes Geld zu haben ist. Und eine Mannschaft findet sich immer. Meinen Sie das im Ernst, Herr Trelawney? Ja, hast du vielleicht Angst? Ich Angst? Da kennen Sie Jim schlecht. Jim ist der mutigste Junge, den ich kenne. Nur einen Mann gibt es, vor dem ich Angst habe. Und wer ist das? Sie selbst. Hä? Denn Sie können den Mund nicht halten. Na, also, wir sind ja nicht die Einzigen, die von dieser Karte und der Schatzinsel wissen. Die Kerle, die dem Käpt'n zusetzen, gehen durch dick und dünn, um die Karte zu kriegen. Ja, schön, aber wir besitzen sie. Ich kann bestimmt schweigen. Trelawney, Sie müssen sich beherrschen. Kein Wort zu einem Menschen in Bristol, für welchen Zweck Sie das Schiff brauchen. Und sagen Sie nicht, wohin die Reise geht. Also bitte verlasst euch auf mich. Ich fahre bei Sonnenaufgang ab. Und sobald ich Schiff und Mannschaft zusammen habe, schicke ich einen Brief mit Eilpost und dann kommt ihr nach. Wir sehen uns im Hafen von Bristol wieder. Und ehe ein Jahr um ist, sind wir die reichsten Leute von England. Jim und ich wären am liebsten gleich mit nach Bristol gefahren. Endlich kam Trelawneys Nachricht. Schiff gefunden, erwarte euch mit nächstem Postwagen vor dem Gasthaus zum alten Anker. Die Fahrt dauerte eine ganze Nacht. Am frühen Morgen kamen wir in Bristol an. Brrrr. Alles aussteigen! Da wären wir endlich. Das war eine lange Fahrt. Ja, die Reise von London bis Bristol ist eben sehr weit. Diese Federn. Da. Kutscher, das war eine Minute. Weißt du, wie wir meine Reisetasche auszupacken? Oh, schön, dass du da bist. Jim, wach auf, wir sind da. In welcher Bucht? Na los, aussteigen, wir sind in Bristol. Was, Bristol? Hurra! Doktor, da sehen Sie mal, da steht Herr Trelawney. Hallo, wir sind hier. Sagt Jim, du tust ja, als ob wir in 5 Minuten lossegeln wollten. Na ja, das wollen wir doch auch. Willkommen, Dr. Livesey. Na, wie war die Fahrt? Angenehm? Zu lang. Aber jetzt sind wir ja hier. Ja, kommt rein, mein Gastwirt hat schon das Frühstück für euch bereit. Wo liegt unser Schiff? Da hinten. Da kannst du die Hispaniola liegen sehen. Der Dreimaster da? Oh, Donnerwetter, das ist ein Schiff. Scheint ein guter Pott zu sein. Gut, ist zu wenig gesagt. Das schönste Schiff, das ich je gesehen habe. Wann segeln wir los? Morgen. Aber doch früh morgens. Ja, ganz früh. Herr Wirt, die Gäste sind da. Willkommen. Bitte sehr, Sir. Danke. Bitte sehr. Ich vermute wohl richtig, dass der Herr und der Junge mit auf die große Reise gehen. Ja. Sollten Sie etwas wünschen, bitte zu läuten. Da weiter keine Gäste hier sind um diese frühe Stunde, ziehe ich mich zurück, ja. Ja. Ja.
Na, endlich. Um Himmels Willen, Trelawney, haben Sie dem Wirt etwa von unserem Plan erzählt? Nicht direkt. Aus gelegentlichen Andeutungen würde er es sich zusammengereimt haben. Zur Sache. Erzählen Sie, wie Sie Schiff und Mannschaft gefunden haben. Was für Leute vor allem. Das ist das Wichtigste. Allerdings. Oh, Jim. Ist, Junge. Danke. Wie viele Leute nehmen wir mit? Also, ich erzähle von Anfang an. Ich kam in Bristol an. Erste Frage natürlich, wo finde ich ein Schiff? Zum Glück kannte ich von früher einen Mann hier im Hafen. Er heißt Blandley. Oh, ein sehr ordentlicher Mann. Also, zu dem ging ich sofort hin. Ist der Seemann? Nein, was er eigentlich ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls, Blandley war der Richtige für mich. Tatsächlich wusste er jemanden, der einen hübschen Schoner besaß. Und er verstand den Mann zu überreden, mir das Schiff zu verkaufen. War das Schiff gleich fix und fertig? Natürlich nicht. Für unseren Zweck musste allerlei geändert werden. Neue Segel und so weiter. Was man für die Fahrt zu einer Südseeinsel braucht, das wissen doch nur Leute, die auf See Erfahrung haben. Haben Sie denn gesagt, dass wir in die Südsee wollen? Ja, natürlich. Das war doch nötig. Bitte sehr. Ich bringe noch heißen Tee, Sir. Darf ich einschenken? Danke. Bitte. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ja, bei Blandley, der sich also selbstlos dafür verwendete, dass ich die Hispaniola bekam. Sir, wenn ich mir erlauben darf, ein Wort dazu zu sagen. Was ist denn? Dieser Blandley hat keinen guten Ruf hier in Bristol. Man sagt, für Geld täte der alles. Gerüchte, nichts als Gerüchte. Ah, das glaube ich nicht, Sir. Also, lassen Sie uns jetzt bitte allein. Bitte, bitte, ich wollte dem Herrn mit dieser Auskunft nur zu Diensten sein, aber wenn Sie keinen Rat wollen... Wie viel Mann brauchen wir denn? Oh, etwa 20 sind für den Schoner nötig. 20? 20 und wie drei? 23 Mann, Donnerwetter! Ja, ich allein hatte mit Mühe ein halbes Dutzend zusammengekriegt. Da nannte mir Blandley den Namen eines erstklassigen Seemanns. Der Mann betreibt drüben am Hafen eine Schenke, wo Seeleute verkehren. Also, ich dem erzählen, was wir vorhaben, und der Mann ist sofort hell begeistert. Dass es auf Schatzsuche geht? Davon haben Sie doch kein Wort gesagt. Selbstverständlich nicht. Wollen Sie hoffen? Also, der Mann ist sofort hell begeistert. Erzählt gleich, dass er das lausige Leben an Land satt habe und sich nichts mehr wünsche als eine ordentliche Koje auf See. Als Kapitän? Nein, als Schiffskoch. Er ist nämlich Koch. Man sagt, er kocht großartig. Er ist für einen anderen Dienst an Bord auch nicht so gut zu gebrauchen, weil er nur ein Bein hat. Ein Bein? Hat er vielleicht ein Stelzbein? Ja, was ist denn daran so aufregend? Doktor, der Käpt'n, der bei uns zu Hause war, der Mann, von dem wir die Karte haben, der hat immer gesagt, Jim, hat er gesagt, wenn du einen Mann kommen siehst, der ein Stelzbein hat, dann pass auf. Das ist der gefährlichste Pirat, den es gibt. Also, Jim, nur beruhige dich mal. Es gibt auf der Welt nicht nur den einen Mann mit einem Stelzbein. Wie sollte der Pirat denn heißen, vor dem der Kapitän solche Angst hatte? Das hat er nicht gesagt. Na also, mein Mann heißt John Silver und ist bestimmt kein Pirat. Der wird uns auf See gute Suppen kochen. Nun, was soll ich sagen? Mit John Silver habe ich nicht nur einen Koch, sondern eine ganze Mannschaft gefunden. Er hat mir sofort die weitere Suche nach Leuten abgenommen. Und innerhalb von 2 Tagen hatte er genug Männer zusammen. Lauter zähe alte Seebären. Na, aussehen tun sie nicht gerade schön, aber das spielt ja auch keine Rolle. Los jetzt! Ich habe Teergeruch in der Nase. Ich kann das feste Land nicht mehr riechen. Sie haben ja schon eine richtige Seemannsuniform an. Na klar, die braucht man doch. Für den Doktor liegt auch schon eine bereit. Ja, und ich? Kriege ich auch Seemannszeug? Klar, Jim. Deine Matrosenausrüstung hängt schon im Spind. Oh, prima! Können wir denn jetzt gleich an Bord gehen? Moment, Moment, mein Junge. Du musst für mich eine Besorgung machen. Gern, aber dann gehen wir gleich an Bord. Ja, natürlich. Wir schlafen heute schon in unseren Kojen. Ach, eins möchte ich noch wissen. Sie haben nichts über den Kapitän gesagt. Wer ist das? Ach so, ja, der Kapitän. Ja, dass ich den zu erwähnen vergesse, ist kein Zufall. Er kommt mir ein bisschen langweilig vor, wissen Sie? Zu solide. Ein ganz anderer Mensch als die übrige Mannschaft. Aber hoffentlich ein erfahrener Seemann. Oh ja, selbstverständlich. Er hat das Kapitänspatent und hat alle Meere befahren. Aber wie John Silvers Leute ist er nicht. Ich hatte ihn leider schon angeheuert, bevor ich unser Stelzbein zu Gesicht kriegte. Wie heißt der Kapitän? Smollett. Kapitän Smollett. Ja, er ist schon an Bord. Lassen Sie mich jetzt bitte gleich die Besorgung machen, Mr. Trelawney, damit ich dann schnell aufs Schiff kann. Ja, pass auf.
diesen Brief bringst du unserem Schiffskoch, John Silver. Dem mit dem Stelzbein? Jawohl. Er ist der Wirt der Schenke zum Fernrohr. Also dahin soll ich den Brief bringen? Ja, der Weg wird dir Spaß machen. Du gehst von hier aus gleich nach links und immer am Hafen entlang. Dass sich der Junge nur nicht verläuft, Trelawney. Aber unmöglich. Immer am Wasser entlang, Jim. Die erste Schenke ist es. Über der Tür hängt ein großes Fernrohr aus Messing. Also, auf Wiedersehen an Bord. Ja. Beinahe wäre Jim an der Schenke zum Fernrohr vorbeigelaufen. Die Tür stand offen, aber er konnte kaum erkennen, wie es drinnen aussah. So viel Tabaksqualm war in der Luft. Entschuldigen Sie, ist der Wirt zu sprechen? Herr Silver? Herr Silver? Herr Silver steht da hinten an der Theke. Der da mit der Krücke. John, Herr Silver wird gewünscht. Ja, was gibt's denn? Herr Silver? Bin ich? Ich soll Ihnen diesen Brief abgeben von Herrn Trelawney. Ah, vom Chef, jawohl. Dankeschön. Donnerwetter, dann bist du wohl der Kajütenjunge, den er von zu Hause erwartete. Jawohl. Prima, mein Junge. Oh, wir werden eine feine Reise zusammen machen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich freue mich schon sehr. Sie auch? Oh, ich kann den Augenblick kaum erwarten. Komm an die Theke, ich will sehen, was Herr Trelawney schreibt. Wie heißt du? Jim Hawkins, Herr Silver. Sag einfach John Silver zu mir. Gut. Sind das alles Seeleute hier? Was? Die? Ja, größtenteils. So, mal sehen, was der Chef schreibt. Endlich sind nun alle zusammen. Es ist soweit. Erwarte Sie und die Mannschaft an Bord. Alle sollen spätestens um 10 da sein, damit Kapitän Smollett die Mannschaft besichtigen kann. Trelawney. Schön, ja, ich bin bereit. Die anderen auch? Auf einen Wink von mir, Jim Hawkins. Machen Sie die Schenke zu, während Sie weg sind? Nein, meine Frau, die wird sich darum kümmern. Oh, da drüben. Ja, was ist das? Mal ein bisschen Ruhe da drüben. Hier ist doch kein Jahrmarkt. Ach nee, wirklich nicht, was du nicht sagst, Silver. Herr Silver, das ist der schwarze Hund, den kenne ich. Schwarzer Hund? Ich sehe keinen schwarzen Hund. Der Mann da drüben, das ist ein Pirat. Der hat den Beinamen Schwarzer Hund. Spinnst du wohl, was? Nein, Herr Silver, ich kenne den genau. Der ist zu Hause in unser Wirtshaus gekommen, als der Käpt'n noch lebte. Und er hat ihm gedroht, wenn er ihm nicht etwas Bestimmtes gebe. Träumst du oft solchen Quatsch? Nein, das ist wahr. Und der neben ihm, der mit der schwarzen Klappe auf dem Auge, den kenne ich auch. Das ist ein gewisser Pew. Ja, ganz richtig. Pew heißt der. Der ist blind. Der ist weiß. Und der ist hinterher gekommen und hat dem Käpt'n den schwarzen Brief gebracht. Was ist denn das? Darin hat gestanden, wenn der Käpt'n nicht innerhalb von 6 Stunden den Piraten das gibt, was sie haben wollen, dann passiert was. Aha. Ja, und was ist passiert? Gar nichts. Was? Der Käpt'n hat sich so darüber aufgeregt, dass er tot umgefallen ist. Ach. Rufen Sie die Polizei, Herr Silver, und lassen Sie die beiden festnehmen. Es sind ganz bestimmt Seeräuber, glauben Sie mir. Ja, du hast recht. Solches Lumpenpack will ich in meiner Schenke doch nicht sehen. Ihr beiden da! Macht, dass ihr rauskommt! Hier ist ein anständiges Schenke! Na, nun spiel dich mal nicht so auf hier! Komm, Pew, wir kriegen auch anderswo rum. Komm, gehen wir! Ja! Ja! Jetzt fahrt! Du siehst ja, wir gehen schon. Gute Reise, John!
So, Jim Hawkins, die sind wir los. Sind die anderen da drüben denn richtige Seeleute? Welche meinst du? Ja, die mit dem schwarzen Hund und Pew zusammen am Tisch saßen. Och, das sind zwei Goldkerle. Die gehören zu unserer Mannschaft. Ich werde euch gleich mal bekannt machen. Hallo! Morgen! Romero! Komm mal her! Was sollen wir? Herkommen! Ruhig, Romero! Hier ist unser Kajütenjunge Jim. Der Chef hat ihn geschickt. Den? Na und? Sag mal, Morgan, du hast doch diesen schwarzen Hund noch nie vorher gesehen, was? Was? Wen? Ja, den Kerl, der eben rausgeflogen ist. Und den anderen, den Blinden. Die habt ihr eben doch zum ersten Mal zufällig hier getroffen, nicht wahr? Ach so, natürlich. Nie gesehen früher. Nie gesehen. Wie soll der heißen? Schwarzer Hund? Ja, ja, schwarzer Hund. Und der andere heißt Pew. Das sind ganz gefährliche Piraten. Piraten? Donnerwetter, sowas wollte ich schon immer mal aus der Nähe sehen. Weiß Gott, ich auch. Naja, ich konnte mir auch nicht denken, dass ihr mit solchem Gesindel bekannt seid. Gib mir was zu saufen, Silver. Arrow, vergiss nicht, dass du Offizier der Hispaniola bist. Mit der Zeit wirst du dich schon dran gewöhnen, dass es unter Matrosen anders zugeht als zu Hause bei Mutter und Jim. Mir macht das nichts aus. Ach nee, wirklich? Wie heißt du eigentlich? Jim Hawkins. Angenehm, ich heiße Captain Flint. Was, Flint? Das ist nicht wahr. Ich weiß genau, dass Flint der Seeräuber war, der große Schätze besaß und der jetzt tot ist. Ja, ja, davon habe ich auch mal gehört. Arrow, du hast heute wieder mal etwas reichlich getrunken. Ein Glas Rum zu viel und schon meint er, wer der berühmte Flint. Hör jetzt zu, Morgan. Du auch, Arrow. Ja, ja, was ist denn? Spätestens um 10 ist alles an Bord. Der Kapitän will die Mannschaft inspizieren und bis dahin seid ihr mir nüchtern, verstanden? Raus jetzt mit euch. Schlaft euren Rausch aus. Bis nachher, John. Ich nehm den Arrow gleich unter den Arm. Nun komm schon, komm. Nun komm schon. Das sind gute Kerle, weißt du. Ja, ja. Ich gehe jetzt an Bord. Wenn du noch 5 Minuten warten kannst, komme ich mit. Meine Seekiste steht nämlich seit einer Woche bereit. Hier. Hinter dieser Tür, siehst du? Oh, der Käpt'n, der hatte auch eine Seekiste. Ganz ähnlich wie diese. Käpt'n? Welcher Käpt'n denn? Ach so, den kennen Sie ja nicht. Ich meine Billy Bones, den, der bei uns im Admiral Benbow wohnte. Aha. Ja, und den die Piraten bedroht haben, bis er tot umfiel. Richtig, richtig. Du erzähltest das vorhin. Von ihm kommt doch alles her. Alles? Was denn? Der ganze Plan unserer Reise, Herr Silver. Die Hispaniola lag ein Stück abseits vor der Küste verankert. Unser Kapitän Smollett war an Deck damit beschäftigt, noch einmal die Segel und die Boote zu überprüfen. Die Mannschaft hatte sich auf dem Achterdeck aufgestellt, denn Kapitän Smollett wollte sich die Männer genau ansehen. Trelawney, Jim und ich waren in der Kajüte und studierten die Seekarte, als jemand von oben rief. Herr Trelawney! Ja, was gibt's denn? Der Kapitän wünscht, Sie zu sprechen. Soll runterkommen. Ja, ist gut. Was Smollett wohl jetzt noch will? Er soll machen, dass alles zum Auslaufen klar wird. Ich denke, wir laufen erst morgen früh aus. Hatte ich erst vor, Jim. Aber wozu noch warten? Wir haben alle Mann an Bord. Die Verpflegung und die Waffen sind auch da. Was hält uns noch auf? Na prima, jetzt gleich. Jawohl, mein Junge, unsere Geduld können wir über Bord schmeißen. Es ist soweit. Ja. Darf ich jetzt mein Matrosenzeug anziehen? Darfst? Das musst du jetzt, Jim. Was bin ich denn nun? Kajütenjunge? Tja. Ja, ja. Was meinen Sie, Trelawney? Na, er ist doch eigentlich die Hauptperson. Ja. Schließlich hat Jim doch die Karte der Schatzinsel gefunden. Ja. Ach, ich wollte, ich wäre erst ein richtiger Seemann. Wart's ab, Jim.
Der Kapitän. Ach so, ja, ja, ja. Kommen Sie herein, Kapitän Smollett. Bitte, nehmen Sie Platz. Herr Trelawney, ich muss Sie dringend sprechen. Sollen Jim und ich rausgehen? Nein, Doktor, es ist mir sehr angenehm, wenn Sie auch hier bleiben. Kapitän Smollett, mir wäre es sehr angenehm, wenn wir auslaufen könnten. Für Unterhaltung haben wir auf der langen Reise noch Zeit genug. Nun, dann ist es wohl am besten, wenn ich ohne Vorrede offen spreche. Mir gefällt die ganze Fahrt nicht. Mir gefällt nämlich die Mannschaft nicht und mir gefällt der Offizier Arrow nicht. Ach, und vielleicht gefällt Ihnen auch unser Schiff nicht. Darüber kann ich noch nichts sagen. Das Schiff habe ich noch nicht ausprobiert. Es scheint nicht schlecht zu sein. Und Ihr Chef? Gefällt Ihnen vielleicht auch nicht? Ruhe, Ruhe. Wir wollen doch alle friedlich zusammenreisen. Der Kapitän muss uns erst mal näher erklären, was er meint. Herr Trelawney, Sie haben mich beauftragt, dieses Schiff an einen Bestimmungsort zu bringen, der mir noch unbekannt ist. Ich weiß vorläufig nur, dass wir in die Südsee segeln. Nun habe ich aber oben gemerkt, dass jedermann der Besatzung mehr weiß als ich. Das ist nicht in Ordnung. Woher sollten die Leute etwas wissen? Ich habe oben nicht nur gehört, dass wir zu einer ganz bestimmten Insel in der Südsee fahren, ich habe auch gehört, dass wir dort einen Schatz suchen wollen. So etwas ist eine gefährliche Sache. Das wissen die oben? Misch dich nicht ein, Jim. Das weiß nicht nur diese sonderbare Mannschaft, das weiß sogar der Papagei, den der Koch besitzt. John Silver, ja, der hat seinen Papagei mitgebracht. Sogar der Papagei weiß etwas von einem Schatz. Das ist ja wohl nun übertrieben. Ich meine doch das mehr als Redensart. Der Vogel plappert andauernd vor sich hin. Gold, Piaster, Piaster, Piaster. Aber zur Sache. Mir scheint, keiner von Ihnen ahnt, auf was wir uns mit der Fahrt einlassen. Meine Herren, es geht um Leben und Tod bei dieser Reise zur Schatzinsel. Ja, was ist denn mit der Mannschaft? Sind es keine guten Seeleute, Ihrer Meinung nach? Ich hätte mir andere Leute ausgesucht, Herr Trelawney. Sie hätten die Leute mit mir zusammen aussuchen sollen. Ich habe die Leute durch die Vermittlung von John Silver so unverhofft gefunden, dass ich gleich zugegriffen habe, Kapitän Smollett. Es war also keine böse Absicht, wie Sie sehen. Wollen Sie nun unser Kapitän bleiben oder nicht? Selbstverständlich, ich habe mit Ihnen Vertrag gemacht. Aber meine Bedingung ist, ich bestimme, wo Waffen und Munition ihren Platz haben. Die sind im Vorderschiff bei den Mannschaftskabinen untergebracht. Eben dort nicht. Die Waffen werden sofort hier neben unseren Kajüten verstaut. Das wäre das eine. Und zweitens, die vier Leute, die Sie angeheuert haben, und Sie, der Doktor und Jim, wohnen zusammen hier achtern. Platz ist genug. Gut. Meinetwegen. Ich hoffe, wir haben Sie nun versöhnt, Kapitän. Versöhnt? Ich habe nur vernünftige Bedingungen gestellt. Allerdings muss ich sagen, dass man wohl auch dem Kapitän eines Schiffes hätte mitteilen können, was jeder von diesen Kerlen an Bord ganz genau weiß, dass Sie eine Karte der Schatzinsel besitzen, auf der verzeichnet ist, wo der Schatz vergraben wurde. Der Mannschaft ist das genau bekannt. Ja, das habe ich Ihnen niemals verraten.